Aber noch 300. Für 300 glaube ich fast nicht, dass wir noch irgendwas haben. Ja doch, das Ding hier sogar. Das Schild ist auch viel wert. Metallschild. Das legendäre Schwert. Hallo. Irgendwas? Ja, hier die zwei. Ein bisschen die Händler gleich wegen abklappern, bevor wir an die großen Händler rangehen. Und da wir ja auch gesagt haben, wir brauchen wieder Skorpionfallen, gehen wir gleich mal drauf zur Tinklaff. Schau mal, wie viele Skorpionfallen der hat. Für manche Sachen sind die echt nicht schlecht, wenn man die Skorpionfallen braucht. Hat 520, die sind ja gar nichts wert. Immer gedacht, die sind so teuer. Na ja, komm, Tinklaff. Der mag mich mittlerweile auch schon sehr. Obwohl ich ihn eigentlich verraten habe. Dieser Schwarzmarkthändler. Und wir haben einen Leck. Hast du Gold? Nö. Du hast kein Gold? Er hat kein Gold. Scheiße. Was habt ihr anzubieten? Also der da unten hat noch kein Gold. Vielleicht hat unser Schmied schon wieder etwas Gold. Es dauert immer ein bisschen, bis sich bei denen wieder das Gold auffüllt und alles, weil man ja oft hier, vor allem hier, ich glaube, ich mit, ist fast das meiste, wo man hingeht, wo man verkauft. Scheiße. Gerade die haben kein Gold mehr. Und das... Ich weiß nicht, ich würde es gern irgendwo bunkern. Nicht die ganze Zeit mitschleupfen. Aber wo bunkern wir das? Wo könnten wir das bunkern? Wir speichern mal schnell zwischen. Yep, wir speichern mal schnell. Und ich gehe jetzt mal hierher. Ich weiß ja schon, wo es die Story weitergeht. Ist so nebenbei übrigens so ein kleines Walkthrough. Für jeden, der das Spiel hat, aber bei manchen Sachen hängen geblieben ist oder stehen geblieben. Ich weiß aber auch nicht alles, muss ich ehrlich gestehen. Aber vieles. Vieles weiß ich aber nicht alles. Ich glaube, wenn man alles über das Spiel weiß, dann hat man sehr viel Zeit investiert in dieses Spiel. Die Hauptmission hier, da muss man auch erstmal drauf kommen. Die geht hier in der Kanalisation weiter. Ihr habt ja gemerkt, die Kanalisation ist ja auch unterm Schloss. Und er wollte ja ins Schloss. Und zwar, ich glaube, hier hinter müssen wir. Hier hinten. Hin. Ja. Machen wir mal hier weiter, denn ich hätte ziemlich gerne meine Teleportersteinchen wieder. Einfach, weil uns das sehr viel Weg erspart. Und auch zunächst, wenn wir hier weitermachen, haben wir auch einen großen Schritt Richtung Ende von dem Spiel gemacht. Würde ich mal so sagen, ja, Richtung... Es geht in der Story ziemlich weiter. Die Falle hat funktioniert, Herr. Ausgezeichnet! Schnell! Verriegelt die Tür! Zandalo und die Gezeichneten sind gefangen! Der Sieg ist unser! Was bist denn du für ein Arsch? So. Hier geht's jetzt gleich etwas rund. Die Killerskorpione sterben übrigens. Die können hier nicht mit rein. Wir haben ja schon hier mal ein bisschen erkundet. Wir sind in Not, Gezeichneter. Über diesem Ort liegt ein starker Zauber, der meine Magie wirkungslos macht. Es ist sinnlos, hier mit Zaubersprüchen etwas ausrichten zu wollen. Dann müssen wir zurückweichen. Vielleicht erreichen wir die Kanalisation noch rechtzeitig. Zu spät! Es gibt kein Entrinnen! Tötet den Gezeichneten! Bei den Göttern! Ein Todesritter! Seht euch um! Da kommen noch mehr Orks! Schnell, hier entlang! Es gibt keinen Ausweg. Wir müssen uns stellen. Nein, ihr Narr! Euer Leben ist zu wertvoll. Lauft!
Lasst mich kämpfen. Verschwindet jetzt! Ich bin kein Feigling, Zandalor, und laufe nicht vor dem Feind davon. Kommt, ihr Hunde! Kämpft! Nein! Seid doch kein Narr! Ein Narr vielleicht, aber kein Feigling! Kommt, zeigt uns die Farbe eures Blutes, ihr Schweine! Euer altersschwacher Freund hat recht, Gezeichneter! Wir werden euer Tod sein! Nein! Alter, echt jetzt? Wenn ihr nichts dagegen habt, werden wir einfach hier warten. Es gibt kein Entkommen. Und wenn die Herrin Iona kommt, wird sie sich um euch kümmern, Alter. Bei den Göttern! Ich bin gefangen! Der war aber nicht besonders, der Gezeichnete. Oh! Ihr wisst doch ganz genau, was wir in so einem Raum machen. Lassen wir alles stehen und liegen und räumen den Raum aus. Zur Information, wir sind hier übrigens in der Schatzkammer der Burg. Deswegen hatten wir hier auch keinen Zutritt nach unten. Denn wir könnten ja etwas rausfinden. Was werden wir noch erfahren? Also es gibt Gründe, warum wir nicht hier runter dürften. Ja, das ist der andere Grund. Wir können hier nichts ausrichten mit Magie. Also müssen wir auf unsere Tränke zurückgreifen, die wir gerade verkauft hatten alle. Weil wir dämlich sind. Man sieht es hier vielleicht. Auf der Karte möchte ich auch, das ist ein schöner Fakt. Man sieht hier andere Untergrunddinger auch mit, die sind alle so nebeneinander platziert. Hier war da, wo wir Zutritt hatten in den Keller. Hier ist der Anfang. Hier der Untergrund, wo die Höhle war, von den Orks, wo sie in das Dorf kommen konnten. Und hier Adalarod, hier oben, die Katakomben und alles. Wir hätten Fallen ausweichen natürlich, aber die sind hier durchgezogen, also bringt uns das auch nichts. Wir sehen halt dann die Fallen. Man wird hier nochmal ordentlich mit Tränke versorgt, bevor man hier in den Kampf muss. Wobei die Magietränke hier nicht viel auswirken. Hier wird es jetzt ein bisschen heftiger. Oh, das war ein falscher Tränkchen eigentlich. Hier gibt es natürlich auch Schattentränke. Der Todesritter? Ach, der ist hier. Wir sind schon stärker als der andere gezeichnet. Das ist klar. Das erkennt man sofort. Hallo! Hab Dank für meine Rettung gezeichnet. Wizard, ich habe bislang niemanden gefunden, der die Klauen des Schwarzen Ringes zweimal entkommen seid. Ihr seid ziemlich besonders. Wie konntet ihr wissen, dass ich hier bin? Nun, da war eine... Ach, die sprechende Katze, okay. Okay, der erzählt mir jetzt eigentlich alles, was passiert ist. Arvas Enrod. Anvas in Enrod. Okay, hier oben, weiß ich gar nicht, gibt's hier irgendwas? Ich habe hier eigentlich noch nie wirklich durchgeschaut. Irgendwas Besonderes vielleicht? Nö, nichts. Schade. Wir gucken hier auch mal durch, auch wenn hier überfallen sind. Vielleicht haben wir dann doch hier irgendwie Glück, dass irgendwas ist. Was uns vielleicht sogar hilft. Ja, wir werden hier in einige Fallen reinlaufen, deswegen laufe ich mal etwas vorsichtiger. Und haben ein Leck. Ich lasse auch gleich die Tränke mal offen. Gleich mit Tränken gegenwirken. Ich glaube, ich nehme mal meinen großen.
Wir haben doch... Oh, ja, nicht runterlaufen. Wir haben doch schon ordentlich... Ey, wir haben viel Lebenskraft mittlerweile. Wir haben wieder ein Leck. Das magische Wort ist Avas Enrod. Das magische Wort wurde korrekt ausgesprochen. Haben wieder Erfahrungspunkte gekriegt. Unsere Mission ist ja auch langsam... werden weniger. Ich trage zu viel. Ja, ich weiß, wir tragen hier auf jeden Fall zu viel. Aber wir sind hier in der königlichen Schatzkammer. Ich trage zu viel. Dann nehmen wir doch alles mit. Ich bin zwar stark, oh, aber nicht so stark. Doch bist du. Du hast die Stärke dran genommen. Ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Ja, das war das, wo ich leider noch verkaufen wollte. Wo es nicht mehr ausgereicht hat. Wir haben hier ein Leck nach dem anderen. Ich bin zwar stark, aber ich trage zu viel. Ja, ja. Der beschwert sich jetzt ein paar Mal, dass er zu viel trägt. Aber damit kann ich leben. Wir haben Stärketränke. Mehr als genug sogar.